Herzlich willkommen hier, herzlich willkommen hier in der Kapelle zur Andacht, zu unserem Gottesdienst. Herzlich willkommen auch allen, die zuschauen und hier im Haus versammelt sind, auch im Krankenhaus. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und dann selig zu machen, was verloren ist. Und so wollen wir diesen Gottesdienst miteinander feiern. Wir singen als erstes unser Lied Morgenlicht leuchtet. Morgenlicht leuchtet, 455 im Gesangbuch, 455. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten miteinander Psalm 23 im Gesangbuch, Jahr 711, und Sie haben es auch in Ihrem Herzen. Wir beten miteinander: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir beten: Großer Gott, hab Dank, du suchst uns. Du lässt nicht locker,
bis du uns gefunden hast. Hab Dank für deine große Liebe, die uns allen gilt. Hab Dank, du hörst nicht auf, uns zu suchen. Amen. Wir wollen miteinander singen. Das nächste Lied, meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen, 628. Wir lassen noch ein bisschen Zeit, um es aufzuschlagen. 628. Meine Zeit steht in deinen Händen. Drei Strophen, 628. Sigh.
Liebe Gemeinde, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Suchen und finden, was fällt Ihnen dazu ein? Was war so das Letzte, was Sie gesucht haben? Zum Beispiel die Brille. Manchmal ist ja so, sie ist auf der Nase und wir suchen sie überall und dann merken wir, ah ja, sie ist ja auf der Nase. Oder wie ist das mit dem Schlüssel? Den Schlüssel, auch der ist solch ein Objekt, das wir oft und lange suchen müssen, immer mal wieder. Oder wie ging es Ihnen damals mit dem Haus, mit der Wohnung? Wo hat man denn den Schlüssel? Da empfiehlt es sich, wenn man den Schlüssel immer an einer ganz bestimmten Stelle aufbewahrt, am Schlüsselbrett, und dann hat man diesen Schlüssel sicher. Aber wenn man dann ihn nicht findet, dann überlegt man, wie bin ich denn reingekommen, welche Jacke habe ich angezogen oder auch welche Hose. Und dann geht man nochmal einen Schritt zurück und guckt nach, wo ist denn der Schlüssel. Und dann, wenn der Schlüssel wieder gefunden wird, dann ist die Freude groß. Denn auch die Kosten, die man ja einspart, wenn man den Schlüsseldienst eben nicht holen muss, die sind dann entsprechend gespart, diese Kosten. Und die Freude ist groß, wenn man wieder diesen Schlüssel in der Hand hat. Ja, Gott sucht uns Menschen, das erzählt die Bibel immer wieder in ganz verschiedenen Geschichten. Geschichten, die zu Herzen gehen. Gott ist ein Gott, der sich auf die Suche macht. Gott sehnt sich nach dem Menschen, ganz auf den ersten Seiten der Bibel, da steht es, Gott sehnt sich nach den Menschen von Anfang an. Doch der Mensch, der geht seine eigenen Wege und kommt so auch in Abwege hinein. Wo bist du? Wo bist du, Adam? Die Geschichte im Paradies erzählt, wie der Mensch, kaum dass er geschaffen ist, schon nicht mehr zu finden ist und gefragt werden muss, wo bist du, Mensch, wo bist du, Adam? So ruft Gott, er lässt den Menschen nicht im Stich, er macht sich sogar selber auf die Suche nach seinen Menschen. Geht es ihm so wie mir, wenn ich verzweifelt nach solch einem Schlüssel suche? Leidet Gott vielleicht, weil er etwas, was ihm gehört, verloren hat. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Gott da in den Garten eilt. Zunächst vielleicht langsamer, dann mit schnelleren Schritten. Mensch, Mensch, wo bist du? Er ruft es eindringlich in diesen Gottesgarten, in dieses Paradies hinein. Mensch, wo bist du? Schaut er womöglich hinter jedem Baum, lugt unter jedem Busch, guckt hinter jedem größeren Stein. Manche und manche von ihnen weiß es, die Geschichte damals, sie ging gar nicht gut aus. Gott hat den Menschen gefunden, aber das waren andere Menschen plötzlich. Die Menschen, die er gefunden hat, die waren verändert. So verändert, dass sie weg wollten und dann auch weg sollten, raus aus dem Paradies. Gott und der Sündige, der verlorene Mensch, der Mensch, der seinen Gottesbezug verloren hat, der Mensch, der Gott seinen Platz streitig gemacht hat und sich selber für das Maß aller Dinge hält. Geblieben ist die Sehnsucht. Gott sehnt sich nach uns Menschen und er sucht immer noch nach denen, die verloren gegangen sind. Davon erzählt die Geschichte, die immer mal wieder gepredigt wird und immer mal wieder gelesen wird in der Bibel, dass der Mensch verloren gegangen ist und Gott nur seine Liebe und nur seine Sehnsucht geblieben ist und sein Wille, den Menschen wieder zu finden. Da heißt es im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel,
Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? 10 Silbermünzen, eine davon verliert. Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, so lange, bis sie das Geldstück auch findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe es wiedergefunden, diese Silbermünze, die mir so kostbar war und die ich verloren hatte. Und Jesus sagt dann hier: Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert, über einen Sünder, der gefunden wird, über einen Menschen, der wieder Zugang, Heimat hat bei Gott. Eine Frau hat also eine kostbare Münze verloren. Der Verlust dieses Geldes ist für sie sehr schmerzlich und sie stellt alles auf den Kopf, um ihre Münze, um ihr Geld wieder zu finden. In der Person der Frau, die ihre wertvolle Münze sucht, stellt Jesus Gott selber dar. Die kostbare Münze, das ist hier der Mensch, das bist du und das bin ich. Die Aussage ist einfach und klar: Wir gehören zu Gott, er hat uns gemacht, er hat uns wie eine Münze geprägt, aber er hat uns nicht mehr in seinem Beutel, nicht mehr in seinem Geldbeutel, wir sind ihm verloren gegangen. Aber noch einmal von vorne: Ein Prägestock aus Holz und Metall. In diesem Prägestock wird der Rohling für eine Münze hineingelegt. Dann wird im Rohling der Prägestempel aufgedrückt. Und auf diesem Stempel befindet sich das Bild des Landesvaters, des Cäsars, des Königs, in dessen Land die Münzen zur Geltung kommen. Die Münzen waren auch ein wirksames Kommunikationsmittel. Überall waren sie zu finden. Geschickt wurden durch sie Bilder, Botschaften und Symbole im ganzen Reich verbreitet. Man konnte es eben anfassen. Die Münzen gingen durch die Hände. Beim Anschauen wusste man, was Sache ist. Beim Anschauen wusste man, wer das Sagen hat in diesem Land. Die prägende Gestalt ist Gott. Gott ist mein Schöpfer, er hat mich gemacht und er hat mich in diesen Prägestempel hineingelegt, in diesen Prägestock gelegt und mir sein königliches Bild aufgedrückt. Die Bibel beschreibt diesen Prozess mit den Worten: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er sie. Wissen Sie, dass Sie das sind? Bilder von Gott, Ebenbilder von Gott. Menschen, denen Gott Wert und Würde zuspricht. Wie die Frau mit der Münze in der Geschichte hat er uns immer wieder in die Hand genommen, uns Menschen. Er hat uns voller Stolz angeschaut und dann zwischen den Fingern hin und her gedreht. In Gedanken hat er sich schon überlegt, was er mit uns anfangen kann. So wie man eine Geldmünze ausgibt und damit etwas Schönes kauft, wollte er dein Leben ausgeben, um Münzen und einsetzen, um etwas Großes damit anzufangen. Aber dann geschah es, wir wissen nicht genau wie, aber es geschah bei uns allen, bei jedem von uns. Wir haben uns verselbstständigt, wie so eine Münze, die davon rollt plötzlich. Wir sind der Hand unseres Schöpfers entglitten. Wir stellen uns vor, wie gut es wäre, wenn wir unser Leben nach unseren eigenen Vorstellungen einsetzen und auskosten könnten. Wir fragen nicht mehr den, dem wir gehören, was er mit uns vorhat, sondern leben unser Leben nach unseren eigenen Plänen, unseren eigenen Ideen. Wir versetzen uns jetzt einmal in Gedanken in die Lage der Münze, die der Frau im Gleichnis verloren ging. Als die Frau ihren Geldbeutel öffnet und das Geld auf den Tisch legt, rollte es ganz langsam und unauffällig zur Seite, fiel auf den Boden, blieb irgendwo unter dem Tisch liegen. Toll ist es hier unten, sagte die Münze sich.
Endlich bin ich nicht mehr in dem dunklen Geldbeutel zusammen mit den anderen Münzen. Ich muss endlich nicht mehr warten, bis ich ausgegeben werde. Jetzt bin ich frei. Nun bin ich mein eigener Herr. Aber was war das? Ein Tritt? Aua! Die Münze wird unsanft getreten und aus Versehen von einem Fuß weggekickt. Sie fliegt einige Meter durch die Luft, rollt dann unter den Schrank in die Ecke, bleibt dort liegen, wertlos und unbeachtet, vielleicht Tage, Wochen, Monate. Langsam setzt sich Staub auf dem Geldstück an. Es ist verloren gegangen. Die verlorene Münze. Ohne Gott gleichen wir solch einem verlorenen Geldstück. Du verausgabst dich, aber du bekommst nichts dafür zurück. Du wechselst Freunde oder Beziehungen, Arbeitsstelle. Du wechselst und am Ende bleibt nur noch ganz wenig übrig, Kleingeld. Du rollst in das Leben hinein und denkst, Hauptsache, der Rubel rollt. Aber schließlich drehst du dich noch ein paar Mal wie das Geldstück um die eigene Achse, um dann für immer liegen zu bleiben. Doch dann nimmt die Geschichte eine Wende. Die Frau in der Geschichte, die Jesus erzählt, sucht das Geldstück und zwar überall. Sie stellt ihr ganzes Haus auf den Kopf, um es zu finden. Sie dreht jeden Topf um. Immer wieder und immer wieder sucht sie an der gleichen Stelle nochmal genauer. Sie kniet nieder, macht sich sogar ihre Kleider schmutzig. Sie reißt sich beim Suchen die Finger auf. Sie ist ganz verzweifelt. Gott sagt uns, wie wertvoll und liebenswert wir für ihn sind. In der Bibel steht, du bist in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich. Ich habe dich sehr lieb. Ja, Gott, er sehnt sich nach uns und er hat sich schmutzig gemacht für uns, seine Kleider schmutzig gemacht in Jesus. Er hat sich die Dornenkrone aufsetzen lassen für uns, damit wir wieder Zugang haben zu ihm, damit wir zu ihm kommen und Heimat finden bei ihm. Die Frau sucht und sucht und dann findet sie diese Münze und sie ruft gleich ihre Nachbarinnen, ihre Freundinnen zusammen. Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren habe. Und Jesus sagt dann den Leuten, denen er dieses Gleichnis vom Alltag erzählt, er sagt ihnen, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ein Mensch kann auf dem Himmel keine größere Freude machen, als sich tatsächlich finden zu lassen. Im Himmel steigt ein Fest über jeden Einzelnen, über jede Einzelne, die zurückfindet, der zurückfindet und der bei Jesus neu Anschluss findet. Jesus, Gott, er ist da für uns und er ist nicht weit entfernt, nur ein Gebet. So kommt immer wieder zu ihm, betet zu ihm, schüttet euer Herz bei ihm aus. Er ist da und er will helfen, mittragen, er will heilen. Was für eine Freude ist das? Gott ist da. Amen. Von der Freude singen wir jetzt auch, geh aus mein Herz und suche Freude. 503, geh aus mein Herz und suche Freude. 503, wir singen die ersten drei Strophen.
aus mein Herz und suche Erfolg in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben, sich ausgeschmückt haben. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen Kleide. Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomo die Seide, als Salomo die Seide. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft und macht sich in die Wälder. Die Hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berghügel, Tal und Felder. Berghügel, Tal und Felder. Wir beten mit der Strophe 13 und 14. Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleust, dass ich dir stetig blühe. Gib, dass der Sommer deiner Gnade in meiner Seele früh und spät viel Glaubensfrüchte ziehe, viel Glaubensfrüchte ziehe. Mach in mir deinem Geiste Raum und dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben. Und Pflanze möge bleiben. Großer Gott, hab Dank, du bist da und du schenkst Freude. Du schenkst Hoffnung, du schenkst Durchhalten. Hab Dank, dass du bei jedem Einzelnen von uns bist, mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, mit deinem Leben. So segne du uns und alle, die wir im Herzen tragen. Und gemeinsam beten wir, wie du uns Jesus Christus gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank an unseren Alexander Krippentrog für die gute Musik. Wir singen noch ein letztes Lied. Ich bete an die Macht der Liebe. 641. Ich bete an die Macht der Liebe. 641. Thank you.
wodurch auch ich geliebet war. Ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Dein Herz nach mir durch Liebe sanft und tief gezogen, neigt sich mein alles auch zu dir, du traute Liebe, gutes Wesen, du hast mich nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, mein Platz, der ist in dir allein. Hier ist die Ruh, hier ist Vergnügen, drum folg ich Wir bitten noch um Gottes Segen. Schön, dass Sie dabei waren hier in der Kapelle und auch an den Bildschirmen. Wir empfangen Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen.